dann passiert, dass wir quasi vom Webseitenverkauf, vom Computer reparieren, Computer verkaufen zu Webseiten kamen. Und dann haben wir einfach immer weitergemacht und haben den nächsten Kunden gekriegt und haben auch angefangen, Geld zu verdienen mit dem Webseiten. Wir haben wirklich Geld gekriegt dafür. Und das war alles ein bisschen erstmal ein Hobby. Ne? Wie machte man denn damals eine Webseite? Was für ein System oder Programmiersprache? Dreamweaver haben wir benutzt. Okay. Das damals Macromedia, jetzt Adobe. Das gibt es auch immer noch. Genau, und haben uns halt ganz viel eigentlich selber beigebracht dabei. Ich wollte gerade fragen, wieso konntet ihr das überhaupt? Also ihr hattet noch nicht mal Abitur, aber konntet eine Webseite programmieren? Ich glaube, das Schöne ist, wenn man was gründet, dann fragt einen niemand so richtig, warum kannst du das denn? Also wenn du zeigen kannst, dass du das vorher gemacht hast und wenn du souverän auftrittst, dann nimmt erstmal jemand, nimm fast alle an, dass du das kannst. Und wenn du das dann ja auch machst und wiederkehrend machst, dann ist das, glaube ich, genug Referenz. Und das konntest du aber schon, bevor du dein Abitur hattest, souverän auftreten und der gegenüberliegenden Seite vermitteln, ich kann das. Ja. Also ich habe meine einzige kleine Anekdote, ich habe eine abgeschlossene Berufsausbildung. Okay. Skilehrer. Okay. Und das hilft ungemein. Alles klar, also immer Ja sagen und immer Kompetenz ausstrahlen, nehme ich mit. Ja, also kein falsches Bild. Also man muss schon ehrlich sein mit dem, was man kann. Und ich glaube, die Sachen, die wir gemacht haben, da haben wir schon ehrlich gesagt, okay, das trauen wir uns zu. Und das war ein bisschen mehr, als wir konnten. Aber das war jetzt nicht völlig weit weg, sondern das war, ich würde mal sagen, eine gute Herausforderung. Also du hast nicht gesagt, ich kann dir auch Skifahren beibringen, obwohl du gelernter Surfer warst. Hätte ich machen können. Mit okay. Genau, aber im Prinzip, wir haben, also das war eine Lernphase am Anfang. Wir haben halt zu vielen Projekten Ja gesagt und das war schon manchmal so, oh Mensch, jetzt müssen wir wirklich was lernen, um das zu schaffen. Okay. Und das war ein Challenge, aber im Prinzip wächst du damit und du lernst dir selber zuzutrauen, auch Dinge umzusetzen, die du vorher noch nicht konntest. Und wir waren, also ich war ja nicht alleine, wir waren zu zweit und es hat total geholfen, nicht alleine zu sein. Also erst Computer geschraubt, genau. Dann so ein bisschen Agenturbusiness, was für eine Webseite. Genau. Und dann? Und im Prinzip haben wir gemerkt, wenn wir Webseiten machen für Kunden, dann ist es so, dass du mit jedem Projekt wieder von vorne anfängst. Also du machst was und im Prinzip verkaufst du eine Idee und dann war so unser Erleben, Mensch, wir haben jetzt ein Projekt verhandelt und das ist auch cool und die haben auch Ja gesagt und wir uns wahnsinnig gefreut. Und dann fängst du an, dieses Projekt umzusetzen und Ideen zu entwickeln und dann, wenn du da richtig drin bist, hast du noch viel bessere Ideen. Das Problem ist, die hast du am Anfang nicht verhandelt in dem Angebot, was du gestellt hast. Ne? Und konntest du ja noch gar nicht, weil du nicht wusstest, dass du Ideen mal haben wirst. Und dann ist das wiederkehrend so passiert und dann haben wir eigentlich gemerkt, das ist schade, dass wir die Ideen nicht umsetzen, schade für den Kunden und auch irgendwie schade für uns und wir haben es dann halt doch manchmal gemacht, aber im Prinzip hat es sich nicht gelohnt. Und da ist so diese Idee entstanden, Mensch, wir wollen ein eigenes Produkt bauen. Weil im Prinzip ein eigenes Produkt bauen heißt für mich, so einen Ort zu haben, an dem kann ich alle meine guten Ideen sammeln und im Prinzip kann ich andere Leute noch einladen, mir mitzuhelfen. Und dieser Ort, der kann größer werden als ich selber als Person. Das heißt, ich kann was wachsen lassen. Und das heißt auch für mich, eine Firma zu gründen. Und bei mir war halt das Produkt, der Antrieb, einen Platz zu haben, wo ich gute Ideen sammeln kann und dieser Platz wird immer größer. Und dann fange ich nicht überall wieder von vorne an. So, da ist dieser Wunsch entstanden, eigentlich durch diese Webprojekte. Und wir haben was total Naheliegendes gemacht. Es war ja so, dass wir Webseiten gebaut haben für Leute. So, und jetzt wollen die, ihr wisst ja alle, eine Webseite ist ja nur gut, wenn die aktuell ist. Das ist ja das, was wir machen. Aber im Prinzip waren wir früher eine Agentur. So, und jetzt haben die Leute uns ein Foto und einen Text geschickt. Und jetzt habe ich das Foto und den Text genommen und habe das in mein Spezial-Webdesigner-Programm reingetan. Und letztendlich habe ich das nur kopiert und eingefügt und das Foto ein bisschen verändert. Dann hast du 100 Euro Rechnung gestellt. Ja. Nee, nicht genug, aber trotzdem war das so ein bisschen, ja, wir haben diese Arbeit gemacht, weil es gar keine andere Möglichkeit gab, für die Leute die Webseite aktuell zu halten. Und wir haben uns gedacht, eher diese Arbeit macht uns gar nicht so viel Spaß. Also die ist gar nicht so kreativ, eine Webseite zu updaten, für mich jetzt als jemand, der gerne Sachen baut. Und dann haben wir eigentlich so gedacht, ja Mensch,
das ist auch eigentlich für die Kunden doof, wenn die jemanden bezahlen müssen, der eine Webseite aktualisiert, warum machen die das denn nicht selber? Und das zusammen mit dieser Produktidee, die wir hatten, oder diesen Wunsch, ein Produkt zu schaffen, haben wir uns einfach hingesetzt, ohne irgendwie damals auf den Wettbewerb zu gucken, weil es gab schon ganz viele solche Systeme, um Webseiten zu aktualisieren, und haben einfach so ein Ding gebaut, wo wir gedacht haben, so würden wir das machen. So